das im großen Format, im 10-Meter-Format. Da steht mit der Erzählung, dass der Mensch Kontakt und Freundschaft hat zu einem Wolf. Das geht ein bisschen gegen die Haltung, die wir immer noch haben, dass das ein gefährliches Raubtier ist. Brüder Grimm hat das natürlich nochmal in den Rotkäppchen-Sagen vertieft, aber Naturwissenschaftler sagen, es ist ein bisschen anders. Er ist wenn er hier als Einzelwesen auftritt, weicht er den Menschen aus und nur im Rudel und bei Hunger ist er natürlich dann gefährlich. Es ist sogar so, dass er dem Menschen was schenkt. Das ist jetzt offen, soll das eine Maus sein oder das ist offen gehalten. Und das ist in unseren Bergen, findet es statt.